Hallo bei Johann Loop. Ich komme ja bald auf die weiterführende Schule und ich habe echt keine Ahnung, was ich mir besorgen soll. Vielleicht ein Buch oder zwei Bücher? Und was für Bücher? Aber dafür habe ich diesen besonderen Zettel bekommen. Da steht etwas drauf. Ich glaube, mit Wörtern. Und die Wörter bilden Sätze. Und in den Sätzen steht, was ich alles kaufen soll. Und das habe ich natürlich schon gemacht. Und das sah so aus. Ich bin in den Laden reingegangen. Dummdi-dummdi-dumm. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich voll krass. Und zwar Hände sauber machen. Jetzt bin ich bei meiner ersten Station angekommen. Und zwar bei Action. Ich habe hier einen coolen Zettel vom Gymnasium. Da haben sie mir draufgeschrieben, was ich alles kaufen soll. Okay, ich brauche 4 Hefte, die DIN A4 groß sind und kariert mit dran sind. Gut. Und ich brauche noch ein Geodreieck, ein Bleistift, ein Anspitzer und ein Radiergummi. Das war's auch schon. Rein. Okay, hier sind immer noch ein paar Kunstsachen, aber jetzt geht's zu den richtigen Sachen. Hier sind schon mal Ordner, Arbeitsordner. Und hier haben wir das Erste. Radiergummis und Bleistifte. Was von den beiden Radiergummis soll ich nehmen? Ach, ich nehme einfach das Radiergummi. Das sind 2. Das ist nochmal besser als 1. Gut. Habe ich auch wahrscheinlich schnell aufgebraucht. Und welchen Bleistift kann ich nehmen? Soll ich den hier nehmen? Okay, dann nehme ich die hier. Ab dahin. Ich brauche noch ein Geodreieck, Bleistift gecheckt, Anspitzer gecheckt, Radiergummi auch gecheckt und dann noch 4 DIN A4 Hefte, die kariert sind mit Rand. Okay, das finden wir auch alles. Was gibt es hier denn so? Hier kommen die ersten Hefte. Aber die sind nicht kariert. Warte kurz. Auch nicht kariert. 4 DIN A4 Hefte, die kariert sind und einen Rand haben. Das ist lustig. Ja. Wir bleiben so zusammen heute. Heute ist Vlogging-Tag. Ja, stimmt. Hier gibt es die ganzen Hefte und so, ne? Ach, da sind die. Hast du gesehen? Ja. Hier. Das sind keine Mathehefte. Kein Mathehefte. Aber hier sind die Mathehefte. Hier, College Block. Gut. Der hier sieht sehr, sehr gut aus. Den nehme ich. Okay. Ab da rein. So. Alles. Gut. Gut. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Also wir brauchen nur noch ein Geodreieck. Gut. Wo ist ein Geodreieck? Ach. Da! Cool. Davon nehme ich mir gleich eins. So. Jetzt ist hier sogar biegbar. Cool. Das nehme ich mit. Da gibt es nämlich noch Spielsachen und so. Wirklich? Cool. Ich gehe sofort dahin. Da gibt es Wasserpistolen. Ich suche eine mit einem sehr dicken Strahl, wo man ganz viel Luft aufpumpt und dann ganz schnell rausschießt. Ach, schade. Gut. Gibt es leider nicht. Vielleicht gibt es da vorne noch eine Sache. Ja, Lego Dumbo, naja, das ist halt für Mädchen. Monopoly haben wir schon. Piraten. Ach schade, hier habe ich nichts gefunden. Dann gucke ich mich nochmal so um. Eine Stunde später. Willkommen back to home, also zurück zu Hause. Jetzt zeige ich dir mal, was ich alles eingekauft habe und auch warum. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind diese 3 Stifte. Das sind einfach nur 3 Farben, grün, rot und blau, damit man Sachen markieren kann. Ich habe mir extra dünne Stifte besorgt,
hier, das seht ihr, damit ich einfach genauer markieren kann und auch mit einem Lineal einfach einmal rüberziehen kann. Als nächstes habe ich mir hier diesen richtig coolen Kugelschreiber besorgt. Eigentlich habe ich schon einen in Schwarz, hier den, aber ich habe nur einen von denen und deshalb habe ich mir noch einen zweiten besorgt, dass wenn einer weg ist, dass ich immer noch den anderen habe. Wäre ja blöd, wenn einer verschwindet und ich dann überhaupt nichts mehr zu schreiben habe, das wäre richtig blöd. Und deshalb habe ich mir einfach einen zweiten besorgt. Und zwar einen richtig schicken blauen 2. Jetzt habe ich mir diese 2 Kugelschreiber besorgt und ich weiß nicht mal, ob ich sie überhaupt benutzen darf. Mein großes Problem ist, dass wenn ich mit dem Füller schreibe, sieht es danach aus wie die Map am Ende eines Fortnite-Spieles. Oh mein Gott! Alles ist zerbombt und zerschossen und ich kann wirklich nicht gut mit dem Füller schreiben. Jeder Mensch hat halt seine Stärken und seine Schwächen. Und es benutzen ja bei Fortnite auch nicht alle Spitzhacke. Kugelschreiber kann man natürlich nicht einfach wegkillern, aber dafür habe ich diese richtig coole Maus. Das weiße Farbe auf einem Band hier. Und da kann man das einfach mit der weißen Farbe verdecken, sodass man es nicht mehr sehen kann und dann wieder darüber schreiben kann. Also einfach so ähnlich wie ein Tintenkiller. Nur, dass es eben trocken ist und nicht stickt. Eigentlich sind hier auf meiner Maus 10 Meter, aber ich brauche ja nur 9,99. Also voll genug. Ich habe natürlich auch noch die Liste abgearbeitet und ganz, ganz viele Deutsch- und Mathehefte besorgt und auch College-Blöcke. Das sind natürlich die Schulsachen, aber ich konnte es einfach nicht lassen, ein paar coole Sachen noch dazu zu besorgen. Und zwar dieses super krasse, abgefahrene Notizbuch. Cool. Das hat mir einfach gefallen, das habe ich einfach mitgenommen, um da Sachen reinzuschreiben, zum Beispiel meine Hausaufgaben oder wichtige Sachen. Hier habe ich so Reiter, die kann man rausnehmen. Hier zum Beispiel der gelbe. Und so kann ich mir das Buch selber einteilen. Und schon hat man so eine Art Markierung. Hier habe ich mir auch noch ein richtig cooles Notizheft geholt. Und ich habe mir echt lange überlegt, ob ich das überhaupt mitnehme. Aber weißt du was? Mir fällt schon ein, was für coole Sachen ich da wohl reinschreiben werde. So, das waren meine Schulsachen. Aber leider gab es in dem Laden auch Spielsachen. Und das waren so schräge Sachen, dass ich sie mir gekauft habe. Das erste, was ich total witzig fand, ist Stretch-Sand. Ich kenne zwar ein Stretch-Band, aber ich kenne kein Stretch-Sand. Also unbedingt ausprobieren. Hier ist er, der Stretch-Sand. Er fühlt sich wirklich so ein bisschen sandig an, aber ist auch sehr, sehr hart wie Knete, aber ist gleichzeitig so weich wie Schleim. Deshalb besteht es wahrscheinlich aus Knete, Sand und Schleim. Und wenn man ihn auseinanderzieht, dann bildet es so Spinnennetze. Das sieht richtig krass aus. Und fühlt sich auch so ein bisschen an wie Stoff. Es ist wirklich ein bisschen rau und fühlt sich wirklich so an wie Sand. Jetzt gucke ich mal, wonach es riecht. Es riecht wirklich ein bisschen nach Chemie. Also sollte man nicht essen. Die Hände fühlen sich gerade ein bisschen fettiger an und es bleibt, wie man sieht, auch ein bisschen kleben. Und als letztes gibt es eine richtig coole Sache und zwar einen Kaugummiautomaten. Kaugummis einfach so zu essen ist vielleicht cool. Aber was gibt es denn cooleres als Kaugummis aus dem eigenen Kaugummiautomaten? Hier gibt es so ein Rad, das kann man so drehen und dann kommt ein Kaugummi rausgerollt. Guck, das ist richtig witzig, deshalb habe ich es mir natürlich auch gekauft. Und der richtige Platz dafür ist natürlich auf meinem Schreibtisch. Hier wird er wahrscheinlich am meisten benutzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.